In dieser Geschichte geht es um die drei Brüder. Ja. Hast du auch Brüder privat? Drei Schwule. Einen Bruder. Und ist die auch so durchgeknallt? Nein, das ist nicht, aber ich bin so gut mit dem. Wir drei. Also dich und Manner mag man eben. Und Manner mag man eben. Und falls ich für meinen Mann dieses kleine Interview sieht, wir würden uns freuen über eine Zusammenarbeit. Seine finanzielle Zuwendung. Oder Schnitten. Meine Adresse ist jetzt eingeblendet. Also Geld an den Verein Schnitten an mich bitte. Okay. Blumen dürfen keine Dornen oder giftige Blätterbeeren haben. Nein, ich habe keine Blumen bekommen. Wir haben noch genügend Zeit. Ich hole welche vom Tesco. Nein, du ziehst dich fertig an und kümmere dich um deine Haare. Komm einfach. Du kleinster Bruder. Größter Bruder. Ja, beide Brüder, bitte macht euch vom Acker, ja? Harry, du hast keinen guten Augenblick erwischt, ja? Die Dame von der Adoptionsagentur kommt bereits zu zählen. Ich weiß. Deshalb bin ich ja hier. Ich bin gekommen, um dir einen großen Gefallen zu tun. Polizier! Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung, aber die Nachricht ist, dass sie wohl doch kein Kerl ist. Polizier! Vorne am Weg! Seppes, du spielst da einen Flüchtling. Einen Betrunkenen. Wie weit sind wir denn schon bei den Proben? Ziemlich. Ja, was heißt das ziemlich? Ja, so auf 3-4 Kilometer. Aha. Was heißt so Proben auf Monrovisch? Samurai. 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 Ist ja. Auf Japanisch heißt es was anderes, aber auf Albanisch heißt Samurai. Oben. Dabei. Na, alter Mann, du sind da die Fotografen gelesen. Hier, Schwitzer. Wir sprechen im Moment mit einem Hauptdarsteller. Mit Harry. Mit Harry. Es wird eine sehr haarige Angelegenheit. Der Zweite. Und das ist Tom. Tom, Dick und Harry. Das ist der Hof. Jetzt, wenn du mit dem Kaffee da ankommst, gell, ja. Dann verlangt womöglich der CPS ein Fassl Bier. Wirklich, meinst du? Mit deiner Zapfanlage.